Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind mittlerweile in Stockwerk 5 angekommen. Wir machen also gut Fortschritte. Haben auch ein neues Tileset dadurch bekommen. Und ja, ich muss mich gerade erstmal wieder orientieren, wo was ist. Außer Skeletten. Und ich wüsste gerne, was da ist, aber okay. Gut. Wir haben schon ein bisschen Fortschritt hier gemacht. Auch auf der Seite hier schon, da war ein Türrätsel, in dem man die Tür verschieden geöffnet hat. Wir wollen aber erst hier noch zu Ende gucken. Ja, den Raum hatten wir. Den Raum hatten wir auch. Auch wenn man dahinter ein Secret sieht. Vielleicht kommen wir von hier aus dann an das Secret ran. Hier höre ich auf jeden Fall Schritte. Und da sehe ich Gegner. Ja, der kaiserliche Diener, der sollte zuerst weg. So. Naja, zum Glück können wir auch in der zweiten Reihe angreifen. Nee, nee, dein Frostbolzen, den lässt du mal schön stecken. So. Der ist weg. Oh, ihr habt ein bisschen Aggro auf meine Heilerin. Das ist nicht gut. Hol dir mal die Aggro. Schnellstens zurück. Und du isst ganz schnell Brot. So, ein Rüstungsteil, das uns nicht interessiert. Die Jungs da drin sehen sehr entspannt aus. Ja, hier ist der Hebel, um da reinzukommen. Okay. Hier habe ich gerade gegen die gekämpft. Da patrouillieren noch welche. Die laufen da rum. Okay. Wow, haben die mich jetzt erschreckt. Okay, dass sie es jetzt auf mein... auf Talisa abgesehen haben, finde ich nicht so toll. Nah. Das war der Quicksave hier. Oh ja, sie sind potthässlich. schön. Und auch nicht. Wisst ihr, das finde ich ein bisschen schade. Man muss erst die Karte finden. Okay, dafür haben wir keinen Schlüssel. Gut. Das war also ein Schlüsselloch, was ich da gesehen hatte. Das heißt, wir gehen wieder hier rum. Und hauen die von hinten.
Okay, hört bitte auf, meinen Tank zu unterbrechen. Das ist nicht so schön. Okay, im Augenblick sieht es aus, als hätten... Herr Targrim noch die volle, den vollen Zorn. Ja gut, ich muss wirklich gegen die kaiserlichen Wachen mehr mein Donnerkrachen benutzen und die Blutungsfähigkeit mal zurückstellen. Das hier sieht verdächtig aus. Wow. Kaiserliche Ritter. Nee, Donnerkrachen. Einfach nur Donnerkrachen machen gegen die. Genau, weil... Die greifen dann irgendwen an, nur nicht den, den sie sollen. Okay, er darf sein Donnerkrachen nicht einsetzen, hä? Oh ja, und er könnte mal seinen Feuerregen ausprobieren. Gut. Dann war hier also noch was. Und hier waren wir schon. Gut. Was haben die verloren? Im 4K-Schlüssel und... Ah, ein Schmuckstück für Serikal. Und wir haben mehr Würstchen. Heilzeug. Keine Knöpfe. Und ich brauche gar nicht auf die Karte gucken, denn ich sehe eh nicht, wo ich bin. Das sieht aus, ja, wie ein Weg zurück. Ja doch, hier war ich. Ach du meine Güte. Ob ich hier rein will, ist eine andere Geschichte. Ja, hier geht's zurück. Okay. Dann gucken wir doch erst einmal den anderen Weg lang. Nämlich den hier. Und ich weiß... Oh, da seid ihr. Gut, er hat einmal den Zorn losgelassen, also können wir jetzt ein bisschen was machen. Oh ja, du kannst mal den hier raushauen. Du heilst, erneuerst.
Das sieht irgendwie böse aus. Cool. So. Da ist so eine Photonkanone. Und kaiserliche Wachen. Hahaha. Nein, nicht so, sondern so. Das und das und weiter mit dem Donnerkrachen. Na, doch, sieht alles gut aus. Ich glaube, mehr Heilung brauchen wir auch nicht. Und ja. Okay, das hier verbraucht 60 MP, was ein bisschen viel ist. Hm. Willenskraft, Ausdauer, kritische Chance, Schaden. Hm. Das ist ein Zweihandstab. Gebe ich den einfach mal testweise ihr. Und halt eben die beiden Sachen auf. Da kriegt sie ja, wow, sehr viel mehr Ausdauer. Also die Tür kann ich nicht von der Seite öffnen. Jedenfalls sehe ich hier so nichts. Da kam ich her. Oh. Das hat nicht zufällig jetzt die Tür geöffnet, oder? Nö. Genauso wie ich habe ich eine Ahnung, ob das weh tut. Nein, tut's nicht. Es hat hier die Tür geöffnet. Ah. Da unten sind Wachen. Und ein Bogen. Wir haben aber niemanden, der Bögen benutzt. Und wir behalten ihn sicherheitshalber mal. Oh! Habt ihr mich jetzt erschreckt? Haben sie wirklich ein bisschen? Ja, geht mir ruhig auf die Nerven. Geht mir nicht so sehr auf die Nerven. Ihr tötet mich ja fast. So, kein Feuerbolzen für dich. Lieber den Tod. Okay, das ist meine erste unsichtbare Wand gewesen. Ihr da könnt ruhig umdrehen. Was haben wir hier? Wattierte Robe des Rehs.
Und Champion Handschuhe der Sturmbrise. Das tut uns ein bisschen überladen. Ja, hier sind wir hergekommen. So wie das aussieht. Oh, hier ist ein Lagerraum. Ist die Frage, ob das wirklich nur ein Lagerraum ist. Ja, das macht zwar bei allen Schaden. Und ist das... Das ist Wein. Okay. An der Wand sehe ich nichts Verdächtiges. An der auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Ja, schön für dich, gruselige Musik. Und hier ist es stockduster gerade. Ich habe auch keinen Lichtzauber oder sowas. Ja, komm. Boing. Und hier geht's nur in die Sackgasse. Okay. So, dem laufen wir wieder entgegen. Das heißt, ich kann nur hier durch. Warten, bis die Halbstarken wiederkommen. Oder darauf warten, dass sie weggehen. Und sie ein bisschen ankuppeln. So, jetzt der letzte noch und gut. Willenskraft. Bin mir nicht wirklich sicher, ob du Willenskraft brauchst. Doch, wäre nicht schlecht. Wobei, nee, ich würde Ausdauer und Parieren opfern. Ja, das ist der Ort, wo ich vorhin reingeguckt habe. Oh, sie haben mich gesehen. Hi, Jungs. Ah.
So, jetzt fällt es noch Tor. Und weg bist du. Da sind wieder Gegner unterwegs. Hinter einer Tür, durch die wir nicht durchkommen. Oh, vor allem die fetten Gepanzerten. Da kamen wir her. Da geht's hoch. Okay, das ist der Weg einfach nur zurück. Den nehme ich mal so in Kauf. Also da haben wir ungefähr geklärt. Jedenfalls nach meinem Ermessen. Da unten erwartet uns nur der Tod. Das heißt, welche große Wahl haben wir, als in den großen Raum zu gehen?